1. Hallo liebe Leute, ich darf Sie heute jetzt begrüßen zu einer weiteren Folge die Nachbarsbauern. Aber vorerst eine wichtige Meldung: Auf dem Schafstall B111 hat es einen Auffahrunfall zwischen zwei Kühen gegeben. Bitte drosseln Sie Ihre Geschwindigkeit und umfahren Sie die Unfallstelle. Vielen Dank. Und dann müssen wir natürlich unseren guten Nachbarn, den Gacki Spielt, begrüßen. Hallo Gacki. Hallo Andi. Ui. Also hier in dem Schafstall ist irgendwie, ich weiß ja nicht, ob das alles so richtig ist. In deinem Schafstall ist die Sau los. Mit deinen Kühen. Tatsächlich noch nicht. Tatsächlich noch nicht. Gut, das würde jetzt noch fehlen, noch eine reitbare Sau. Oh Gott. Ja. Ja, ich habe ja die ganze Zeit schon überlegt, ob ich, aber werden Ferkel als Ferkel angezeigt? Nee. Werden die, als ausgewachsene Schweine angezeigt? Ja, die gibt's leider nur von der Hofbergmann-Ferkel und da gibt's keine Freigaben für die anderen Modder. Hatte. Hast du eine fette Sau da in dem Schafstall, ist irgendwie uncool. Warum habe ich eigentlich den kleinsten Traktor genommen, wenn ich mähen gehen will? Das frage ich mich auch. Ich weiß ja auch nicht, Mensch. Wollten eine Runde spazieren fahren. So. Und du bist schon am Mähen? Mhm. Du hast deinen Traktor die ganze Nacht da draußen stehen gelassen? Ja. Ja, auch anders wild. Nee, meine Maschinen bleibt schön bei mir auf dem Hof stehen. Lokel, lokel. Hm. So. Ja, das frisch gewaschene Mähwerk. Ach Gott, wie schön das aussieht. Und der frisch gewaschene Traktor. Jetzt eine zusammengesaute Maschine da wie beim Gacki. Ja, ja. Oh. So. Ah, noch ein bisschen. So. Hallo? Fertig mit Zappeln? Dann wollen wir mal. Viel Spaß, Ferdinand. Ja, ich hab das Pferd jetzt kurz umbenannt. Ich hoffe, das ist okay. Okay. Mhm. Ferdinand ist glücklich. Okay. So. Und weiter geht's. Wir können mal einen kurzen Check machen, was es denn so auf der Karte gibt. So, einmal kurz den Break. Als allererstes, können wir den Gacki irgendwelche Missionen weg ernten? Ernten. Erst. Ich habe mir gerade die Mission angeguckt, da macht es schon Klick und der Gacki, weißt du, das konnte sich nicht auf sich sitzen lassen hier, ne? Ich habe nur Spritzen gesehen, dachte, das ist was für mich. Ernten mit dem großen Drescher ist was für dich. Passt doch. 2000 Euro, das ist, naja. Bevor man rumsteht und wieder sagt, ich habe nichts zu tun. Naja, ich muss halt heute erstmal meine Ernte heimfahren. Das ist, aber die Gerste kann ich am Morgen auch noch ernten. Also, die läuft ja nicht weg. Jo. Aber erstmal hier schön den ersten Schnitt heimfahren. Hm. Ah, das saftige Gras, guck mal an, Heilandner. Hervorragend.
Da freut sich bestimmt Ferdinand, wenn er ein bisschen was davon abbekommt. Aber nur wenn es Heu ist. Ja, die fressen noch auch Gras. Sicher? Das tun Pferde. Natürlich, Kaki. Warum glaubst du, dass Pferde auf der Weide gehalten werden? Ich weiß nicht. Da muss man sie weniger füttern. Wie mit den Kühen. Also. Okay. Willkommen im Chat. Mein Twitch meint gerade willkommen im Chat. Ja, hallo Kaki, schön, dass du auch da bist. Mensch, du weißt du schon, wir streamen hier manchmal freitags auf Twitch. Mhm. Möchtest du auch mal vorbeikommen? Ich guck gerade, ich bin inzwischen bei 18.000 ausgelassenen Frames. Die armen Frames, die fühlen sich vielleicht echt benachteiligt, wenn du die einfach auslässt. Aber warum bist du denn immer so hart zu den Frames? Die wollen doch auch nur spielen. Kann das echt nicht nachvollziehen, Gacki, ja? Solltest vielleicht mal drüber nachdenken, was du damit anrichtest, wenn du diese Frames einfach auslässt. Ja? Also zum Schluss kommt Elon Musk noch vorbei, weißt du, und dann haben wir ein Problem. Weißt du, dann werden wir einfach gefeuert, nur weil du die armen Frames hier benachteiligst. Genau. Ja, guck an, bei Twitter, ne? Ja, alle gekündigt. Ja. Per E-Mail. Mhm. Der nimmt sich noch nicht mal die Zeit, den Trump-Move zu machen, sondern einfach hier so, ciao. Lustiger wäre es gewesen, wenn er es per Tweet gemacht hätte. Oder nicht? Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube, das ist hier datenschutztechnisch schwierig. Ja. Ob er dann auch für seinen blauen Haken zahlen muss? Schwierig. Glaub eher, den hat er doch eh schon, oder? Das ist doch so ein Ding, was zurzeit so rumgerüchtelt wird, dass der blaue Haken kostenpflichtig wird. Aha, echt? Hm? Weißt du, ich bin da in der Twitter-Bubble, bin ich echt nicht drin. Ich hab kein Twitter, weil... Ich habe einen Twitter-Account, aber ich nutze es nicht. Ja, es ist... Ja, ich hatte das nur irgendwie mitbekommen, dass er da wohl auch plant, eben Kohle zu verlangen für die Verifizierung. Naja. Why not? Jeden Dollar rauspressen aus dem Ganzen. Aber warum hat er es denn jetzt eigentlich gekauft? Weil er es kaufen musste? Oder weil irgendwie wollte er es doch gar nicht kaufen? Er wollte dann wieder nicht und irgendwie, also mich hat es eh überrascht, dass als plötzlich die Meldung kam, jetzt hat er es doch gekauft. Ich war auch irgendwie, weiß nicht. Aber ich fand ja diesen einen Move mit Tesla, mit seinem kostenlosen Kredit, den er sich besorgt hat, ganz interessant. Was? Du kannst dir für 100 Dollar Reservierungsgebühr den Tesla Cybertruck reservieren. Mhm. 3 Millionen Reservierungen, 300.000 Reservierungen, irgendwie jedenfalls sehr viel Geld, was das eingespielt hat. Mhm. Und selbst wenn er die Bestellung nicht ausführen kann, dann gibt es irgendwann die 100 Dollar zurück, aber er hat einen zinsfreien Kredit gehabt. Hm. Und nicht wenig. Hm. Ja gut, aber ja. Muss das Geld schon nicht anders da beschaffen, ne? Hm. Weil am Geld wird es mit Sicherheit nicht mangeln.
Vermutlich nicht. So, Jawohl, hier ist frei. Hallo Gacki, ich bin gleich da. Ja, ich bin gleich fertig. Was? Was? Derion halt. Ja, deswegen kannst du auch nicht schneller mähen. Allradlenkung, ich komme so schnell um die Kurven rum hier. Das ist der Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die... So, dann einmal aufklappen der Gerät. Ach, da vorne sehe ich was. So. Außerdem habe ich ja ein bisschen mehr Fläche zu mähen wie du, ne? Das kommt ja noch mit dazu. Minimalst. Aber bei mir wird es jetzt auch wirklich eng mit der Silage. Ich habe noch 10 Ballen im Lager, 55.000 Liter. Das ist nicht so viel. Ja, und der Bunker ist leer von der BGA. Ich weiß nicht, wie es in der BGA selbst aussieht. Aber es ist jedenfalls nicht mehr viel. Ja, meine ist ja noch voll. Aber ich habe eine BGA jetzt mal ausgeschalten. Also eine Silage BGA. War ja eigentlich auch hauptsächlich dafür gedacht, um Mist und Gülle nebenbei zu verbrennen. Das war der Hauptpunkt eigentlich. Ja gut, da sind noch 70.000 in der BGA drin. Das wird trotzdem knapp. Also, nee, das reicht gar nicht. Weil die verfeuerst du ja heute über den... Ach, na, weil du hast ja noch 10 Ballen, hast du gesagt. Ne? Ja, ja. Ja, dann langt's, glaube ich. Und zur Not habe ich ja immer noch meine Rübenschnitzel. Die werden ja auch weiterverarbeitet. Aber bringt halt nicht ganz so viel wie die Silage. Silage bringt halt auch noch am meisten, ne? Wollte ich mir echt den Big M holen, ne? Aber es rentiert sich halt mal null, dieses Gerät. Ja. Ich verstehe das gar nicht. Na, ich denke mal, im Realen ist der eben wirklich auch nur, wenn du große Flächen hast, um nicht einfach einen Traktor irgendwie tagelang an die Mähwerke zu binden. Kann ich mir das vorstellen, dass der dann einfach effektiver ist. Ja, das kann sein, ja. Oder hat aber ein großes Häufchen gemacht. Mein Dakt hat Häufchen gemacht. Hallo? Bleibst du an? Hallo? Ja, mein Mähwerk ging an und gleich wieder aus. So. Hat keine Lust mehr zu mähen. So, irgendwie, ja. Oh, Da muss ich ja morgen Kisu beibringen, dass wir nur noch einmal 7 Days haben. Ja. Oha. Vorübergehend. Zumindest vorübergehend, genau. Wer weiß, was da noch so alles passiert.
Vielleicht gibt es ja eine, wie gesagt, du wolltest ja eh nochmal neu anfangen. Vielleicht das dann mal hinten nach wieder. Vielleicht haben dann die anderen auch wieder ein bisschen mehr Zeit oder Lust. No? Ja, das Ding war, Hummelchen sagte, als ich auch mal angesprochen hatte mit neu anfangen, sie würde dann gerne die Base bauen. Hm? Zum Beispiel. Ich dachte mir eben, so als Witz lassen wir Keso die Base bauen. Oh Gott. Dann haben wir wenigstens was zu lachen. Oh ja. Das, und das, keine Base. Und keine Base. Und, das wird mir mittwochs fehlen, glaube ich. Dieses ja. Comedy-Programm. Jesu, komm, wir machen die Mission. Ja. Jesu, wo bist du? Ja, hier war ein Haus. Hä? Jesu, hä? Oder wie war das? Lies mal alle Bücher, die du noch nicht gelesen hast. Okay. Zwei Minuten später. Und hast du schon? Nö. Ja, es ist schon. Der Kiesel ist schon manchmal ein Spezial. Ja. Aber so hat man wenigstens was zum Lachen. Oh ja. Oh ja. So einen größeren Ladewagen brauchen wir auch nicht mehr kaufen, weil ich habe, glaube ich, schon eines der größten. Keine Ahnung, was ich mit meinem Geld machen soll. Das ist halt echt fürchterlich, ne? Ja. Na, ich brauche noch 600.000, dann kann ich mir das Feld da oben holen. Okay. Und wie gesagt, der Mais hat ja noch ein bisschen Zeit, bis er reif wird. Wann muss man den ernten? Auch Oktober. Oktober, November, glaube ich. Oh, das hat ja gut geklappt mit dem Tempomat. Ja, mein Mais wird ja im November erst reif. Weil ich ja so spät angepflanzt habe. Ja, bei dem da oben weiß ich es na klar auch nicht, wann der genau reif wird, aber ist halt eben Oktober oder November. Ja, du siehst ja mal an der Stufe. Deiner ist dunkler wie meiner. Deiner ist früher reif. Hm. Oder dieses Feld ist dunkler wie meins. Ist halt einen Tag früher gepflanzt worden. Da wusste ich ja noch nicht, was ich vorhab. Ich glaube, du weißt es immer noch nicht, was du mit dem Mais vorhast, oder? Das ist vollkommen richtig, aber das machte nichts. Ich weiß, was du machst. Ein Schweinestall. Was denn? Schweinestall. Schweinestall. Ja, Schweine wollte ich ja schon die ganze Zeit mir tatsächlich holen. Frage ist nur, wohin? Was mache ich da mit den Schweinen? Naja, da zwei Minuten nach Bau vom Schweinestall das Projekt eh zu Ende ist, ist es, glaube ich, auch egal. Ich hätte ja Mais, ne? Und du hast ja Schweinefutter, ne? Aber das ist, glaube ich, jetzt alles verkauft, oder? Ich habe jetzt gerade verkauft, aber da kommt ja noch ein bisschen was, kommt ja noch raus bei den Kartoffeln. Ja, eigentlich wollte ich die Müslifabrik noch anwerfen. Okay. Ich meine, Honig habe ich ein bisschen. Nicht viel, aber... Ja, die Rosinen sind noch da. Sind noch nicht verkauft.
meine 78 Liter Honig schenke ich dir. Oder ich mache Popcorn. Ja, das mache ich auch schon die ganze Zeit. Ja? Und die ist. Da nicht irgendwie Öl dafür oder so? Nee, bei dieser kleinen Produktion, die wir haben, nicht. Da habe ich mir extra ja hingestellt hier. Warte mal. Ein Mais macht 5 Popcorn. Okay. Aber 960 Zyklen im Monat. Also es ist. Ich weiß nicht, ich habe ja irgendwann mal, ich weiß nicht, wie viel Mais rein. Ich habe immer noch 49.000 Liter Mais da drin. Gut, ich habe aber auch 95.000 Liter Popcorn. Aber das Popcorn bringt, glaube ich, irgendwie 200 Euro. Also es ist auch nicht gerade viel. Nee. Das habe ich eigentlich geplant, dass ich das sammle und irgendwann stelle ich die Produktion einfach auf, direkt verkaufen und mache die leer. Weil ich werde keine 100.000 Liter Popcorn da mit dem Gabelstapler rausholen und quer über den Hof transportieren, ja, vor allem. 100.000 Liter geht ja noch einigermaßen, ne? Ja, ich muss da quer über den Hof fahren, weil die ist jetzt nicht direkt beim Palettenlager, die Produktion. Und ja, hast du deinen Seilwindentrick noch. Ja, aber selbst das würde ewig dauern. Apropos, was ewig dauert und was ein super Tick ist, Cocky, guck mal hin. Ja. Schip. Wir sind bei 20 Minuten und keiner hat's gemerkt. Tschüss. Ja, dann tschüss. Morgen um 12 geht's weiter.